Diese Übersetzung finde ich nicht richtig. Die Übersetzung des Begriffes Hizb als Sechzigstel des Korans ist nicht richtig. Wisst ihr warum? Der Koran hat wie viel Juz? 30 Juz hat der Koran. Wie viel Hizb hat ein Juz? 2 Hizb. Das heißt, wie viel Ahzab hat der Koran? 60 Ahzab. Also jeder Juz hat 2 Hizb. Das heißt, 10 Seiten von einem Juz sind ein Hizb. Ein Juz hat 20 Seiten. So, und er sagt jetzt hier, man nahm an Hizbihi min al-Layl. Wer seinen Hizb in der Nacht verschläft. Das heißt, jemand hat eine nächtliche Routine, indem er ein Hizb abarbeitet oder sonst was. Und der soll das dann tagsüber nachholen. So, er übersetzt jetzt das Wort Hizb als ein Sechzigstel des Koran. Das ist aber nicht unbedingt richtig. Kann nicht richtig sein. Warum nicht? Die Einteilung des Koran in Juz und Hizb ist erst später gekommen. Tamam? Die Einteilung des Korans in 30 Juz und 60 Hizb, so wie wir das heute machen, gab es nicht zur Zeit der Sahaba. Das heißt, er hat hier das linguistische Wort Hizb übersetzt mit einem terminologischen Begriff, der später entstanden ist. Deswegen mit Hizb ist ja eigentlich was ganz anderes gemeint. Mit dem Hizb ist gemeint, eine Routine, die du hast, sei es das Gebet, eine bestimmte Anzahl von Gebeten, die du routiniert betest, eine Anzahl von Seiten des Korans, die du liest, oder eine bestimmte Menge der Azkar, die du praktizierst. Mit dem Hizb ist also gemeint, etwas Routiniertes, eine bestimmte Menge von etwas, das du täglich machst, was zu deinem Programm gehört. Ne? Er sagt jetzt also, wer sein Programm in der Nacht verschläft oder ein Teil davon und es dann zwischen Fajr und Salatul Dhuhr nachholt, dann ist es ja nie, als ob er es in der Nacht getan hätte. Dann wird es ihm so angerechnet wie in der Nacht.